Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Das Herz pumpt unser Blut durch den Körper und versorgt ihn auf diese Weise mit Nährstoffen. Normalerweise schlägt das Herz 60 bis 80 Mal pro Minute. Es kann aber zu Herzrhythmusstörungen kommen. Am häufigsten ist das Vorhofflimmern und das kann ernste Konsequenzen haben. Die gute Nachricht, diese Konsequenzen lassen sich verhindern. Bei mir ist Dr. Burçin Özyaman. Er ist Chefarzt der Kardiologie an der Asklepios Klinik Weißenfels. Schön, dass Sie Zeit haben für uns. Hallo Frau Kahla, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Sagen Sie uns, was ist das, das Vorhofflimmern? Woher kommt das? Vorhofflimmern ist die wichtigste Rhythmusstörung in Deutschland oder weltweit, die wichtigste Rhythmusstörung, die auch deutlich zunimmt, weil die Menschen auch älter werden. Es ist eine Rhythmusstörung, die auch von den Vorkammern, von den Vorhöfen ausgeht und die dazu führt, dass die Vorhöfe mit einer Frequenz von 300 schlagen, anstatt 60 bis 80 mit 300 schlagen, was dann dazu führt, dass das Blut nicht mehr vernünftig transportiert werden kann und die Vorkammern, die Vorhöfe quasi nicht mehr dem Herzen helfen können bei der Versorgung mit Blut. Das spüren erstmal die wenigsten, beziehungsweise das spüren dann die Patienten dadurch, dass das Herz dann ab und zu mal zu schnell schlägt oder, wenn das bekannt ist, das Vorhofflimmern und Medikamenten behandelt wird, zu langsam schlägt oder die Patienten merken, dass das Herz unregelmäßig schlägt. Und das ist auch deswegen so wichtig, weil je älter man wird, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man das Vorhofflimmern bekommt. Mhm. Es ist so, dass die unter 40-Jährigen das so mit 1% haben, dann so bis 60, die über 60-Jährigen 4-6%. Und bei den über 80-Jährigen ist das schon wirklich so, dass 10-15% der Patienten dieses Vorhofflimmern entwickeln können. Kriegt man das nur deshalb, weil man älter wird, oder gibt es auch andere Ursachen? Es ist im Grunde, gibt es mehrere Ursachen, die das Vorhofflimmern auslösen können, beziehungsweise chronische Prozesse am Herzen, die dazu führen, dass das Vorhofflimmern entsteht. Der wichtigste Faktor ist der hohe Blutdruck. Wir wissen, dass 50% unserer Patienten über 60 Jahre einen hohen Blutdruck haben. Das macht viel aus. Dann ist es so, ein Thema, wo wir Kardiologen uns ja auch sehr gut auskennen, die koronare Herzerkrankung bzw. die Folgen davon machen auch ungefähr, tragen zu einem Drittel dazu bei, dass das Vorhofflimmern entsteht. Und auch Klappenerkrankungen, das ist eher geringer. Das sind sozusagen die Faktoren, die dazu führen, dass diese Vorkammern umgebaut werden. Aber dann gibt es eben mal Triggerfaktoren, die dazu führen, dass das dann auch wirklich dann auftritt. Zum Beispiel Patienten, die gerade operiert worden sind, postoperativ sehen wir das relativ häufig. Patienten, die einen schweren Infekt haben, jetzt in der Grippewelle sehen wir Patienten, die auf einmal ein neues Vorhofflimmern entwickeln. Patienten, die irgendwelche Blutungskomplikationen haben, entwickeln Vorhofflimmern. Und Patienten, die zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion haben, die neigen auch dazu, dieses Vorhofflimmern dann sozusagen auszuprägen, beziehungsweise bei diesen Patienten tritt das dann mit diesen Triggern dann auf einmal auf. Aha. Und jetzt fragt man sich, was ist daran so schlimm, dass das Herz plötzlich so schnell schlägt? Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass das Blut steht, richtig? Ganz genau. Das ist nicht so gut, oder? Das ist genau, das ist immer das Problem. Dieses stehende Blut kann zu Schlaganfällen führen. Und deswegen haben wir so viel Angst vor dieser Rhythmusstörung. Und es ist auch manchmal so, dass die Patienten diese Rhythmusstörung nicht erkennen und dann auf einmal einen Schlaganfall haben und dann mit dem Schlaganfall behandelt werden und dann schreibt man ein EKG und sieht ein Vorhofflimmern. Und das Problem bei dem Vorhofflimmern ist eben halt, ich hatte ja gerade schon erzählt, dass die Frequenz, dass die Vorkammern Vorhöfe sehr schnell schlagen, das Blut zu wenig Bewegung bekommt, dadurch entstehen Gerinnsel und diese Gerinnsel schießen dann in den Kopf und lösen den Schlaganfall aus. Und wo kommt die Gerinnsel her im Herzen? Und das ist eben halt ein ganz spannendes Thema, wo wir, was eigentlich auch der Hauptgrund ist, weswegen wir hier sitzen. Ja. Die kommt zu 90% aus einer Struktur, die heißt Vorhofohr. Das hört sich ganz interessant an. Das Vorhofohr kann unterschiedliche Formen haben. Dass man sagt, das ist wie so ein Fingerabdruck des Menschen. Da gibt es Formen wie ein Windsack, es gibt Kaktusformen. Und die schlimmste Form ist die sogenannte Chicken Wing Form, also die Hähnchenflügelform. Weil wenn das so abgewinkelt ist, das Vorhofohr, wie so ein Hähnchenflügel, dann entstehen da eben halt, da ist das Blut besonders langsam und dann entstehen halt besonders viele Gerinnsel. Und die kommen dann eben halt und die machen eben halt den Schlaganfall. Also Sie haben ja hier so ein Modell, das gebe ich Ihnen jetzt mal. Zeigen Sie uns doch bitte daran noch einmal das Vorhofohr. Denn, genau. Hier ist das Vorhofohr, das sind die Kammern, die Vorkammern, also die Vorhöfe, wo das Vorhofflimmern entsteht. Ja. Und
hier ist das linke... Nochmal so ein bisschen drehen, dass wir so genau, da wo Sie jetzt den Zeigefinger drauf haben, das linke, da ist das hier Vorhofröhrchen. Hier ist das linke Vorhofohr. Ja. Und da, wie gesagt, das hat und kann unterschiedliche Formen haben. Und da kommen eben halt die Grinse letztendlich raus. Genau, und da haben wir jetzt auch schon einen Teil der Lösung verraten. Aber da, das legen wir jetzt nochmal weg, denn das, ich finde das so spannend. Was machen Sie dagegen? Also ich glaube, erstmal fängt es immer an, dass man versucht, Medikamente zu geben eigentlich, richtig, oder? Richtig. Wir wollen, wie gesagt, die Menschen merken, dass der Rhythmus nicht in Ordnung ist. Man gibt Medikamente, klassischerweise Beta-Blocker oder Antiarrhythmika, um den Rhythmus wieder in den Griff zu kriegen. Mhm. Man muss ab und zu mal hier auch eine sogenannte elektrische Kardioversion durchführen. Da wird der Patient kurz schlafen gelegt und dann wird ein externer Stromstoß gegeben, damit man das Herz wieder sozusagen in den richtigen Rhythmus bringt. Ich mache das ja schon einige Jahre, da ist noch nie was bei passiert. Das hört sich schlimmer an, als es wirklich ist. Und manche Patienten, die das wirklich hochsymptomatisch sind, also die es wirklich immer wieder merken, das Hochflimmern, da muss man auch einen sogenannten Rhythmuskatheter setzen, um das auch zu veröden. Das kann man auch machen. Aber das Entscheidende ist eben halt, wir wollen den Schlaganfall verhindern, weil das ist die schlimmste Komplikation. Und das macht man mit blutverdünnenden Medikamenten. Klassischerweise war das früher das Marcumar, mit dem man das gemacht hat. Das ist vielen noch geläufig. Problem beim Marcumar ist eben halt, dass man da einen Zielbereich erreichen muss. Und das haben wir oft nicht geschafft. Beziehungsweise die Patienten mussten oft zum Hausarzt gehen. Der Hausarzt musste das einstellen. Die Patienten durften nicht alles essen und waren sozusagen in ihrer Lebensqualität deutlich eingeschränkt. Jetzt ist es aber so, dass wir neue orale Antikoagulantien, so heißt es, neue Medikamente haben, mit denen wir es auch erreichen, das Blut flüssiger zu machen. Und aber es nicht mehr nötig ist, dass die Patienten regelmäßig zum Arzt gehen und dass die Gerinnungsparameter messen lassen müssen. Also kann es durchaus sein, dass man die Problematik des Vorhofflimmerns einfach lösen kann durch Verdünner? Und gar nicht operieren muss. Nein, das ist also das, was ich Ihnen gleich vorstellen werde, ist eine Ultima Ratio-Geschichte. Also klassischerweise ist es so, die Grinsel werden mit blutverdünnenden Medikamenten behandelt. Ja. Aber in seltenen Fällen kommt es eben mal zu Blutungskomplikationen. Und dann haben wir das Problem, dass wir einerseits Grinsel haben, die einen Schlaganfall machen können, und auf der anderen Seite aber Medikamente haben, die das verhindern sollen, aber die zu einer anderen Komplikation, nämlich zu Blutungen führen. Ja. Magen-Darm-Blutungen insbesondere, die mit den neuen oralen Antikoagulantien auch relativ oft auftreten. Davor haben wir großen Respekt. Wovor wir großen im Grunde Angst haben, sind Blutungen im Kopf, die mit den neuen oralen Antikoagulantien geringer auftreten, aber immer noch auftreten. So, und wenn das dann passiert, haben wir natürlich ein Problem, weil einerseits Blutung, andererseits Schlaganfall. Und um das Problem zu lösen, gibt es eben halt die Möglichkeit, dieses Vorhofohr interventionell, also sprich mit einem Katheter, zu verschließen. Und das ist eine Methode, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Wir sind gespannt, auf jeden Fall. Okay, wie geht das denn? Also es ist so, dass diese Untersuchung auf dem Herzkatheterplatz durchgeführt wird. Wir haben in Weißenfels seit 4-5 Jahren Erfahrung in dieser Methode. Also es ist eine etablierte Methode, wo das ganze Team auch genau weiß, was los ist. Ich mache klassischerweise eine Untersuchung oder es wird immer unter meiner Aufsicht gemacht. Ich punktiere die Leiste, also gehe über die Leiste in das Herz hinein, gehe sozusagen am rechten Herzen hoch und muss dann von der rechten Vorkammer in die linke Vorkammer pieksen, um da einen Kurzschluss herzustellen, um dann überhaupt an diese Struktur heranzukommen. Es hört sich schwierig an, ist aber eine Übungssache und das Gute ist eben halt, dass gleichzeitig bei diesem Patienten, der eine Kurznarkose bekommt, also der selber atmet, der aber eine Narkose bekommt, dass er das nicht mitkriegt, dass dieser Patient gleichzeitig auch eine Sonde hat in seiner Speiseröhre, mit der man das Herz auch sehen kann. Also wir haben zwei Modalitäten, wo wir uns das Herz genau angucken können während dieser Untersuchung. Einerseits ich mit meinem Herzkatheter, andererseits der Oberarzt, klassischerweise der erfahrenste Oberarzt, kann dann gleichzeitig auch mit dem Ultraschall, das nennt sich transösophagealer Ultraschall, also durch, also die, Speise, durch die Speiseröhre hindurch, durch die Speiseröhre durch. Genau. Da guckt er sich das an, ich gucke mir das an und ich fusioniere quasi beide Bilder in meinem Kopf und stelle sicher, dass ich an der richtigen Stelle durch die Vorkammer durchpiekse und stelle auch sicher, dass ich auch, wir sprachen gerade, dass es unterschiedliche Formen dieses Vorhofohrs gibt, dass wir auch die richtige Größe finden. Weil das ist auch nochmal, da braucht man Erfahrung, Fingerspitzengefühl,
Und da zwei Modalitäten helfen da einem auch, weil man muss natürlich auch das richtige, den richtigen Verschluss auswählen. Okay, also ich versuche das jetzt noch einmal zu verstehen. Also wir haben das Vorhofohr, da drin entstehen die Trompen. Ihre Idee ist, dieses Vorhofohr zu verschließen. Ein Stopfen drauf zu machen, einen schönen Korken, der ordentlich auch sitzt. Und diesen Korken bringen Sie hinein durch diesen Katheter, klein zusammengefaltet, um ihn dann im Herzen aufzumachen. Habe ich das richtig so gesagt? Ganz genau. Okay. Ganz genau. Und das ist so ein Katheter, den ja, Sie haben? Ja, ich habe, es gibt unterschiedliche Firmen, die das anbieten. Ja, ich habe ein Modell mitgebracht, mit dem ich eigentlich sehr viel Erfahrung gesammelt habe und mit dem ich eigentlich auch sehr gute Ergebnisse erreicht habe. Aha. Dieser Katheter liegt zu dem Zeitpunkt, was ich gleich demonstrieren werde, im Vorhof oder kurz vor dem Vorhofohr. Also man muss diesen Katheter da rein manövrieren. Und dann ist es so, dass man erstmal einen Teil dieses Verschlusses entwickeln muss. Und da sehen wir, da muss ich dann von unten, von der Leiste aus schieben. Ja. Und dann kommt ein kleiner Teil hervor, das ist die sogenannte Olive. Ja. Und diese Olive muss ich in den Anfangsanteil oder in den mittleren Anteil von diesem Vorhofohr unterbringen. Und wenn das an der richtigen Stelle sitzt, und das sieht man leider in der Kamera nicht, aber das sind so kleine Häkchen, die sicherstellen, dass das Ding da auch richtig drin hängt. Genau, ja. Dann wird das sozusagen erstmal entwickelt und dann ist das sozusagen, füllt es den Körper dieses Vorhofohrs füllt es aus. Ja. Und um dann aber sicherzustellen, dass auch dieses Vorhofohr komplett abgeschlossen ist, sozusagen konkav mit so einer Platte abgeschlossen ist, kommt ein zweiter Teil von diesem Amulett, so heißt das, zum Vorschein. Also das ist die sogenannte Amulett-Device. Amulett-Device, kommt zum Vorschein. Und dann ist so ein zweiter Teil und das ist hier der Teil, der im Grunde richtig dieses Vorhofohr verschließt. Ja. Und das ist eben halt der Teil, weswegen ich eben halt auch diesen Verschluss so sehr mag, weil ich eben halt damit sicherstellen kann, dass man dieses Vorhofohr richtig schön mit dieser zweiten Membran abschließen kann. Ja. Und dann wird das hier gegen den Uhrzeigersinn gedreht und schraubt das Ding ab und dann hängt das Ding im Herzen. Genau, und dann sieht das so aus, wie wir das hier ja schon auch gesehen hatten vorhin. Ne? Genau, wo ist das genau? Das ist die Konkurrenz, das ist das Watchman-Device, was auch sehr schöne Ergebnisse hat. Und da sieht man eben halt, das ist eben halt genauso vorgebracht worden. Und hier sieht man die Stelle, an der man das dann im Grunde abschrauben kann und dann ist das Ding drin. Ja. Und dann ist es so, dass man blutverdünnende Medikamente eine Zeit lang geben muss, aber deutlich schwächere Medikamente, Aspirin in der Babydosierung, in der 100er Dosierung und ein zweites Medikament, das ist das Clopidogrel, was man von der Existenz her auch schon kennt. Und dieses Clopidogrel kann man nach 3 Monaten absetzen, wenn das Ding gut aussieht, weil die Patienten werden nach 3 Monaten nochmal einbestellt in die Klinik. Und dann machen wir nochmal dieses transösophageale Ultraschall, also sprich, wir gucken uns das Herz nochmal über die Speiseröhre ran. Und wenn das Ding mit der Herzbinnenhaut überwachsen ist und da kein Blut mehr reingeht, kann man das Clopidogrel absetzen. Und wenn das relativ junge Patienten sind, die keine Indikation, also keinen Grund für Aspirin haben, kann man bei denen sogar auch das Aspirin absetzen, sodass man eigentlich im Grunde bei solchen Patienten auch ohne blutverdünnende Medikamente arbeiten kann. Hält das denn bei jedem dicht oder kann es sein, dass sich das auch wieder löst? Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Ist es so, dass wir wissen aus den Studien, insbesondere von diesem Watchman-Device, dass 85-90% dieser Dinger zugehen. 10-15% sind nicht ganz verschlossen. Und dann ist es so, dass man eben halt dann doch längerfristig dann doch blutverdünnende Medikamente geben muss. Das ist die Studienlage. Ich persönlich habe mit meinem Amulett-Device, was wir, wie gesagt, seit Jahren schon implantieren, im Grunde bei den Patienten, wo ich immer selber mit drauf gucke und das kontrolliere, noch nicht gesehen, dass das Blut umflossen wäre. Das heißt, im Grunde ist es so, dass unsere Ergebnisse deutlich besser sind als die Ergebnisse, die da immer postuliert werden. Ja, also Erfolgsversprechen auf jeden Fall. Die OP dauert, glaube ich, eine Stunde. Maximal eine Stunde, genau. Es ist ja aber eine Herz-OP, das muss man ja schon sagen. Wo sind die Risiken für mich? Ja, richtig. Deswegen sprach ich ja, es ist wichtig, dass das in geübten Händen ist. Ja. Deswegen sitzen wir auch hier. Wir punktieren die Leiste, das sind relativ große
Löcher, die wir da machen, 4 bis 5 Millimeter groß. Da kann es zu Blutungen kommen, extrem geringe Komplikationsrate, kann aber passieren. Wir gehen zum Herzen und stechen durch die Vorkammern. Da kann es dazu kommen, dass man da nicht an der richtigen Stelle piekst, sondern so piekst, dass da es zu einem Blutaustritt in den Herzbeutel kommen kann. Passiert extrem selten. Und es kann sein, dass wenn man dieses Amulett oder das Watchman in das Herzohr vorbringt, das Herzohr ist ganz dünnes Material, ist so dick wie Pappe. Wenn man da also das nicht vernünftig macht und da sozusagen zu viel Gewalt anwendet, kann es sein, dass es da zu Rissen kommt und dass es da auch zu Einblutung des Herzens in den Herzbeutel kommen kann. Können Sie das verhindern? Sind aber Komplikationen, ja. Also das ist extrem selten. Passiert aber, und wenn das passiert, kann man eben halt punktieren, also mit den Herzbeutel punktieren und das Blut da raussaugen. Und zu allergrößten Not muss man das dann auch operieren, aber das ist toi 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 bei uns noch nicht passiert. Aha, das heißt also, es sind die üblichen OP-Risiken im Grunde genommen? Blutungen in der Leiste, Blutungen im Herzen. Ja. Und ganz selten, es wird erzählt, ich habe es selber glücklicherweise noch nicht erlebt, ist, obwohl da diese kleinen Klammern drauf sitzen, dass sich dieses Amulett oder das Watchman löst und in den Kreislauf hinausgeworfen wird. Ui, und dann? Und dann kann man die Dinger aber wieder einfangen. Also da gibt es besondere Möglichkeiten, Katheter, mit denen man die dann auch wieder einfangen kann. Na, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Vielen Dank, Frau Kahner. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.